Hallo, liebe Nachtschattengewächse, ich bin's wieder, euer Otti. Ich sitze hier im Online-Call mit Albi von Fiddler Screen. Hi erstmal. Schönen guten Abend. Hi. Fiddler Screen sollte unseren Zuschauern und Lesern definitiv ein Begriff sein, deswegen machen wir nicht mehr dieses, wer seid ihr, was macht ihr oder wer bist du? Sollen sie halt alte Videos und alte Interviews gucken. Anlass unseres Gesprächs heute ist, dass ihr ein neues Album rausbringt. Ne? Und zwar, ich sag mal so, das ist jetzt noch ein bisschen hin, wenn aber dieses Interview veröffentlicht wird, dann ist es wahrscheinlich schon ein bisschen näher. Aber bevor wir darüber sprechen, über das neue Album, lass uns noch mal ganz kurz in die Vergangenheit blicken, weil zuletzt ging es dir, glaube ich, nicht ganz so gut. Ne? Also von daher einfach mal die klipp und klar die Frage, wie geht's dir jetzt gesundheitlich? Also ich hatte einen schwierigen Sommer hinter mir. Ich musste mich im Ohr operieren lassen und es war bis zur Operation nicht klar, was da so los ist. Aber also ich mache es kurz, es war schwierig, aber jetzt ist alles wieder okay. Gut. Und es war nicht so absehbar, aber es ist alles wunderbar. Das ist die Hauptsache, das wollte ich auch nur hören. Und dass alles wieder in Ordnung ist, kann man daran sehen, dass ihr jetzt auch eure Herbsttour quasi oder eure Herbstkonzerte auf jeden Fall vernünftig absolvieren konntet. Du hast da auch ordentlich gerockt. Ganz kurz, was waren für dich da so die Highlights in der Zeit jetzt? Och, alle vier Konzerte waren schön. Wir sind ja traditionell jedes Jahr in Jena und der Falter, so auch dieses Wochenende. Es war voll, die Stimmung war gut. Es war schön, mal endlich mal wieder zu spielen. Die CD ist fertig. Also ist alles ganz gut gerade. Wunderbar. Und dann, ne, lass uns jetzt direkt aufs neue Album kommen. Das heißt, The Green Machine ist jetzt seit ein paar Wochen schon angekündigt. Ihr habt auch schon die ersten Singles, die werden wir gleich mal kurz ansprechen. Aber ganz allgemein Du, natürlich die Frage erstmal, wer ist denn die namensgebende Green Machine? Also worum geht's da? also ich habe heute die Platte erhalten, ist heute ins Haus reingeschneit, da kann man es wahrscheinlich am besten sehen. Mhm, sehr schön. Ja, das ist die Green Machine. Ja, ausgehend von dem Titel The Green Machine haben wir überlegt, wie setzen wir das jetzt um? Haben zuerst gedacht, ja, irgendwie so, vielleicht sowas von der KI gestaltet ist, das war aber dann nicht so gutes, sagen wir mal, so wie so ein Schrotthaufen. Dann kamen wir auf unseren alten Freund Franz zurück, Franz Högel, der dann hier eine vermenschlichte Green Machine gemacht hat, die auf den Zuhörer zumarschiert. Ja, in einer Landschaft, die wir auch in unsere Videos eingebunden haben. Wir haben hier einen Leuchtturm, sieht man den? Ja. Der erscheint in dem Video zum Song The Borg, das wir neulich veröffentlicht haben. Und hier hinten das Boot ist auch in dem Video von Shanghai zu Portsmouth. Oh, das sind auch die ersten beiden Singles, ne? Ja, Und genau. dann Im lass Ort. uns. Lass uns sie direkt auch ansprechen. Shanghai und Portsmouth war die erste Single. Ja. Mein erste, was ich bis heute nicht ganz verstanden habe, was heißt Shanghai? Also worum, was ist da der Hintergrund? Ja, also Personalnot gab es auch ich glaube, bei der britischen Marine so im 19. Jahrhundert. Hm. Und sie haben dann oder Leute, die in Hafenkneipen saßen, besoffen gemacht und sie dann zwangsrekrutiert auf ihre Schiffe und sind dann am nächsten Morgen da erwacht und konnten nicht mehr runter. Das ist To Be Shanghai. Und wir haben einen Song draus gemacht, braucht noch einen Städtenamen. Portsmouth kam uns so zugeflogen, deswegen Shanghai in Portsmouth. Ja, es klingt ja auch ganz, ganz fluffig so, ne? Also das lässt sich auch Ja, gut singen. ja. Ja. Und wir haben dann eben ein Schiff gechartert in Holland. Und Mr. Hurley von den Pulveraffen verpflichtet, der spielt dann den Koch, der sich als Frau verkleidet und in der Hafenkneipe den armen Protagonisten verführt, der sich dann im zweiten Teil des Songs an den Mast gefesselt wiederfindet auf diesem Schiff und dann eben dort Fronarbeit leisten muss. Ja, ein sehr cooles Video auf jeden Fall. Hab's auch sehr genossen. Danke. Ja. Genau, und die zweite Single ist jetzt noch gar nicht so lange raus. Das ist The Bock. Nee. Ne? Ja. Wann war das? Ich habe es gerade nicht mehr ganz im Kopf, vor 2 Wochen. Bin mir jetzt gar nicht Sowas, sicher. ja. Ich war auf jeden Ja. Fall bei der Premiere, war ich ja dabei. Ne? Hab's. Ja, geht zurück auf ein Traditional, das haben wir auseinandergepflückt und in neuen Teilen zu einem Fiddler-Song zusammengesetzt. Finde ich auch sehr gut. Ja, ich finde es also, ich sag mal so. Ohne jetzt, ne, dieses typische, man will ja nicht schleimen, aber das Album ist auf jeden Fall wieder toll geworden, also definitiv. Aber das ist so mein i-Tüpfelchen ist The Bock, so was das Ganze angeht, weil es einfach so, ich glaube, die energetischste Nummer ist, kann man so sagen, ne? Also, Ja, vor allem, wir sind da ganz spielerisch rangegangen. Weißt du? Dachte einfach, nehmen wir mal hier dieses Traditional her und dann hier Teile hinzugefügt, ja, so ein bisschen so ein Cotton Eye Joe mit dem Grundbeat gemacht.
und haben das gar nicht so ernsthaft betrieben. Ich habe dann mit dem Material, mit dem Wortmaterial des Songs dann quasi so eine neue Geschichte zusammengebastelt. Ja, da habe ich mir dann eigentlich, weil so muss ich natürlich auch auswendig können auf der Bühne, aber es geht schon. Ja, klar. Aber da kannst du dann vielleicht trotz allem, auch wenn, ne, ihr jetzt schon lange dabei seid, vielleicht nochmal die Dynamik. Also wie geht ihr da genau ran, wenn ihr so ein Traditional dann wirklich aufpimpt und euch zu eigen macht? Wo fängt man dann an und was sind vielleicht auch die Herausforderungen, wo es dann gar nicht mehr so einfach ist? Zunächst brauchen wir mal ein Tempo. Wir haben eine Zeile aus dem Traditional rausgenommen und haben dann ein Beat runtergelegt. Man überlegt ja, was dazu passen. Und, ja, so ein Cotton Eyed Joe-mäßiges Feeling mir gut. Dann hat der Tobi angefangen zu fiedeln. Dann haben wir eine Strophe entworfen, wo die Melodie eigenständig ist. Und gleich angefangen mit den Wörtern da rumzuspielen. Ne? Und so nach dem Baukastenprinzip entsteht dann der Song. Ja, dann machst du halt so das typische Arrangement, Strophe, Strophe, Bridge, Refrain, noch ein C-Teil. Wir hatten ja auch das Glück, dass wir uns sehr viel Zeit lassen konnten, diese CD zu produzieren, über 3 Jahre. Ne? Da kannst du es dann auch erstmal liegen lassen, so ein paar Wochen, bis man dann wieder im Studio erscheint. Dann kriegt man einen neuen Eindruck und ist auch viel eher bereit, dass, nee, also der Teil ist nicht gut. Also man trennt sich ja manchmal ungern von dem, was man getan hat, aber wenn man es mit Abstand hört, muss ich oft, ja, das muss weg oder das muss anders gemacht werden. Und das konnten wir einige Male machen. Viele Veränderungen erfuhr der Song I Need a Volunteer, der war völlig anders am Anfang, der war viel länger. Wir haben den dann so richtig eingedampft und auch das braucht einfach Zeit. Insofern, ja, 3 Jahre haben wir uns Zeit lassen können und das Ergebnis ist für uns recht befriedigend geworden. Genau, das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Ich meine, ihr wart ja alles andere als unproduktiv in dieser Zeit. Ihr habt zwei coole Alben rausgebracht. Einmal Ja. Cheers for 30 Years, wo ihr dann wirklich in Anführungsstrichen nur Traditionals in eurem Stil aufgepimpt habt. Und dann halt noch das Weihnachtsalbum. Aber Ja, es vor sind allem ja das. keine klassischen Studioalben, ne, in dem Sinne. Nee, und die Songs gibt es ja schon. Also da besteht die Herausforderung eigentlich nur, sie irgendwie vielleicht neu zu arrangieren. Also das ist jetzt nicht so viel Arbeit. Das kann man schon mal in ein paar Wochen reinschieben. Und wir haben ja lange Zeit gar nicht gespielt. Und da konnten wir uns auch einfach leisten, sowas mal zu machen. Genau, und ich sag mal, fiel mir gerade ein, vielleicht ist der Begriff bei den anderen Songs, die habe ich einfach verfiddlert, könnte man so sagen, ne? Genau, ja. Das ist eigentlich ein guter Begriff dafür, quasi euren eigenen Stil darüber gestülpt. Ja. Und jetzt war es, also das heißt aber auch tatsächlich, alle Songs von The Green Machine sind über diesen ganzen Zeitraum seit Heyday wirklich entstanden. Also habt ihr da Ja. wirklich drei Jahre gut dran gearbeitet? Ja. Cool. Und Also wir hatten auch noch viel mehr Songs, allerdings nicht fertige. Also da gibt es da noch so einen Ordner mit halbfertigen Dingen. Da sind noch mal bestimmt 6, 7, 8 Songs drin. Aber es zeigt sich dann halt im Laufe der Zeit erst, woran es sich lohnt, weiterzuarbeiten. Manches wird dann vielleicht später verwendet oder fällt halt einfach hinten runter. Genau, das ist wahrscheinlich dann auch manchmal die Entscheidung, ob es tatsächlich in den Kontext passt von dem Album, ne? Also ob es dann, Ja. ich mir gut vorstellen, genau. Und jetzt, ich sag mal, ich habe es mir jetzt auch schon ein bisschen anhören dürfen, so ein paar Mal rauf und runter, wie gesagt, gefällt mir auch sehr gut. Aber mir ist aufgefallen, definitiv ein Thema, was immer wieder vorherrscht, ist Alkohol in verschiedenen Formen. Gibt es da einen bestimmten Grund für, dass ihr dann zum Beispiel, ne, ich sag mal, Klassiker ist natürlich jetzt I don't like Alkohol oder Alkohol. Also nach meiner Erzählung ist es bei 3 Songs so, also nicht in der überwiegenden Zahl Ja. der Lieder. Ja, wir spielen halt eigentlich Folk, man assoziiert so gewisse Dinge damit. Und wir sehen das spielerisch mit den Klischees, das ist ja ein solches. Ne? Und in der Good Old Irish Bar, jeder hat gleich ein Bild, ne? Man weiß gleich, was los ist. Wir pflegen diese Klischees halt ab, so auch gerne. Und das sind halt auch lustige Songs. Definitiv. Und gerade I don't like Alcohol zeigt ja Ja. auch dass den Umgang damit, dass der durchaus auch kritisch betrachtet wird, auch bei euch, ne? Also ich habe den Text nicht geschrieben. Da müsstest du den Autor fragen. Wer wäre das einfach in dem Fall mal? Das war der Pat Frank Tobi. Okay.
Aber so einfach mal dazwischen gefragt, was wäre so dein Lieblingsdrink, den du so trinkst, alkoholisch oder nicht alkohol? Ist ja eigentlich ganz egal. Also, ehrlich gesagt, trinke ich am liebsten frischen Mangosaft auf Gomera. Okay, das ist eine Antwort, da hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, aber Ja. darauf prosten, gutes Wasser. Ja, Prost. Genau, und dann ein anderer Song, den ich sehr spannend fand, war, ich lese ihn mal ab, einfach nur, damit ich es nicht irgendwie unsauber vortrage. May the road rise up to meet you. Ja. Und mal ein relativ langer Titel. Und der ist halt, ich meine, ne, einer von meinen älteren Lieblingssongs ist definitiv Bugger Off bei euch. Und dieser ist jetzt auch wieder sehr mit sehr expliziten Worten gespickt. An wen richtet Ja. er sich? Hat er irgendwie. Es ist nur ein Spiel. Es ist echt nur ein Spiel. Jeder hat ja so negative Gefühle auch. Im Lied kann man es mal rauslassen, ist nicht nichts Bestimmtes, aber uns hat gereizt, einfach so ein leicht dahinplätschernden Song zu machen, das völlig klingt, mit einem derben Text, vor allem einem Text, der so umschlägt. Ne? Am Anfang ist es ja so eine Lobpreisung an einen Freund und das schlägt dann sehr schnell um. Genau, und dieser Kontrast hat uns gereizt. Ist auf jeden Fall auch eine sehr starke Nummer, finde ich. Und wie du schon sagst, man kann natürlich auch da, ich denke mal, wenn der live auf der Bühne aufgeführt wird, werden die Leute auch schön mitsingen können und vielleicht auch Wir da ein werden bisschen ihre, sehen. ne, tanzen da und singenderweise ihre negativen Gefühle mal rauslassen. Die niedersten Triebe mal rauslassen, ja. Auf jeden Fall. Wobei ich sage mal, gut, das kann man bei euren Konzerten eh, also ne, ich sage mal, Naja, austoben die kann man niedersten sich Triebe, da also. eindeutig. Also. Man geht schon positiv geladen raus, ja. So ist ja nicht. Auf Also jeden ich Fall. jedenfalls. Auf jeden Fall. Ne? Und auch sehr euphorisch, je nachdem, Ja. nachher werden. Ja. Und das bringt mich dann noch zu einem, ich will jetzt nicht alle Songs durchgehen, weil das wäre auch auf Dauer langweilig, aber einen letzten Song will ich noch ansprechen, das war My Fairy of the West. Und dabei ist mir Ja. aufgefallen, ich finde, das ist halt in gewisser Weise eine untypische Nummer, weil die sehr poppig wirkt in ihrer ganzen Art. Also es ist, als wenn ihr wirklich mal einen Radio-Pop-Song, aber mit folkigen Sound machen wolltet. War das so die Ja, Herangehensweise oder was war da die Idee? wobei es war gar nicht unsere ursprüngliche Intention, es so zu machen. Der Frank hat ein Beat programmiert, der Arbeitstitel war Shuffle Dance. Und auf diesem Beat haben wir dann so ein Thema, das der Tobi gespielt hat, eben draufgesetzt. Und so entstand dieses Feeling, wo wir dachten, ja, wir können eigentlich noch mehr in die Richtung gehen, auch vom Sound her. Ne? Ich finde ja auch die Drums, die sind ja schon auch ungewöhnlich. Und haben dann eben so eine Shuffle Dance Nummer daraus gemacht, mit der Geschichte, dass eben einer eine Frau beobachtet und mehrere von unheimlich toll tanzen können und er ist halt hin und weg. Das passt irgendwie gut zu diesem Beat. Und dieses ansteckende Element, ja, wird total angesteckt von der Energie von ihr. Auf jeden Fall. Und auch Tobis Spiel erinnert mich da so ein bisschen und auch der Sound von Tobi. Ganz eigentlich nicht ganz untypisch, aber ein bisschen untypisch, sondern eher so ein bisschen Lindsey Stirling-mäßig. Habt ihr das irgendwie so gemacht? So als ein bisschen klarer einfach so vom Geigenspiel und so. Ja, Ne? und unser alter Freund Colin Gold hat ja auch noch eine Flöte beigesteuert. Ah, Das, cool. also ich finde es gerade dieser Zusammenklang zwischen der Geige und der Flöte. Ne? Das gibt ihm Ja. so was dieser Nummer sehr gut steht. Auf jeden Fall, wie gesagt. Ne, ich sag mal, klar, alle Songs irgendwo gut, aber das ist auch so eine, die heraussticht, weil sie eben mal wieder eine komplett andere Seite von euch zeigt. Komplett andere Herangehensweise. Also wir haben jetzt zwei Videos veröffentlicht. Wir wollen noch zwei machen und eins davon wäre auch My Fairy of the West. Oh, da bin ich mal Da gespannt. entwickeln wir gerade, wie man sagt, Ideen, wie wir diese Geschichte jetzt umsetzen. Da können wir dann glatt nochmal drauf eingehen. Und zwar, ihr habt ja wirklich immer tolle Videos, also auch ne, sehr gut produziert und so. Es lohnt sich das denn heutzutage wirklich noch so viel Geld und Energie in Videos zu stecken, ne, die mehr als nur so ein bisschen Promotion sind? Ja, aber Promotion ist halt extrem wichtig. Ja, gut. Und man muss ja irgendwie auch mithalten mit den Kollegen einigermaßen. Außerdem ab und zu mal ein aufwendiges Video zu machen, ist ja auch gut. Also wir haben 2 Tage veranschlagt für Shanghai in Portsmouth. Einen Drehtag und einen halben Drehtag auf dem Schiff. Und einen anderen, naja gut, das war schon ein Dreivierteltag, in Amsterdam in der Kneipe. Das ist einfach mal auch super.
das zu machen. Ich hatte dann auch so eine Headkamera, so eine ganz schwere, ja, wo ich dann durch die Gegend so gestartet bin. Und das ist einfach mal was anderes, sowas zu machen. Ja, gut. Da Ja, kann und man. Fichte ist halt auch super. Also mit Fichte zusammenzuarbeiten ist einfach eine reine Freude. Glaube ich, ja. Und was mich da zum Beispiel tatsächlich interessieren würde, ich weiß gar nicht, ob ihr sowas dann auch schon rausgebracht habt, aber ein Making-of oder so Outtakes quasi, also ich kann mir vorstellen, das macht ja wahrscheinlich unglaublich Spaß, gerade sowas wie Shanghai in Das Portsmouth. gibt es bereits. Ja, habe ich Naja. nicht, ehrlich gesagt nicht nachgeguckt, aber bei euch auf dem Kannst du mal Channel. gucken. Ja, cool, dann werde ich da auf jeden Fall mal reinschauen. Gut, dann lass uns mal ganz allgemein auf das Album schauen. Also aus deiner Sicht, klar, das neueste Baby ist immer das Beste, hoffentlich, also zumindest erstmal, ne? Aber worauf bist du denn ganz besonders stolz jetzt, was The Green Machine angeht? Also was ist da, wo du sagst, wow, das hatten wir so vielleicht noch nie? Also auf den Bock bin ich schon stolz, weil ich da, ich weiß nicht, wie viele Tage lang rumgebastelt habe, um diese Wörter dahin zu schieben, so dass es für mich passt. Das finde ich jetzt super. Ansonsten, also die Kompositionen gefallen uns allen super. Ich mag auch meine Ballade, was heißt meine Ballade, also die Ballade, an der ich maßgeblichen Anteil auch hatte, Fleecy Cloud, die mag ich auch sehr. Also Balladen sind an mir persönlich immer wichtig. Die finde ich auch sehr gelungen. Und also das ganze Album ist eine runde Sache. Wenn du ins Studio gehst, nach dem letzten Album, dann denkst du mir, oh, Mensch, noch ein Album, kann man das jetzt noch irgendwie toppen? Muss es ja gar nicht sein. Muss ja einfach alles nur sehr gut bleiben. Man weiß nie, was rauskommt. Und langsam formen sich dann die Songs, Regeln gestalten. Und wenn die Mixer dann kommen, dann verändern die sich auch nochmal. Diesen Prozess mitzuerleben, mitzugestalten, ist einfach super, jedes Mal. Auch wenn es am Anfang oft so, jetzt müssen wir. Ja, glaube ich. Weil da dann auch nochmal eingehakt, wenn du sagst, Balladen sind dir immer besonders wichtig, warum? Ganz einfach mal. Was ist dir daran so Ich sing wichtig? halt gerne Balladen auch mal. Ich finde, das Bild macht so viel Dampf die ganze Zeit. Ja, ich genieße das auch mehr. Und da freue ich mich immer, wenn es als Kontrast eine Ballade gibt. Ist das dann auch auf der Bühne dann einfach mal so ein Runterkommen vielleicht, Ja. zwischendurch, zwischen der ganzen Energie, die rausgelassen Es ist wird? manchmal nur gar nicht so einfach, wo man diese Ballade ins Programm setzt. Ne? Du darfst ja die Leute auch nicht total ausbremsen. Und man muss an der Stelle sein, wo es okay ist, dass man mal so Luft holt und dann geht es weiter. Ja, klar, verstehe ich. Aber das ist ja generell, wenn man so eine Setliste zusammenstellt, da denken viele Zuschauer wahrscheinlich gar nicht drüber nach, aber es wird ja sehr viel über die Spannungsbögen und ne, sowas dann auch entschieden, wann man was spielt und wann zum Beispiel, also gerade bei euch so mit John Kanaka oder solchen Sachen, Ja, die genau. sind ja auch quasi, du musst ja den richtigen Moment finden, wo du sowas dann einbauen kannst. Die sind meistens Ende zweites Drittel. Also John Kanaka und so und auch die Ballade ist meistens dort. Ja, wenn dann, sage ich mal, die Leute ein bisschen ausgepowert sind und dann erstmal wieder Ja, geht. Energie. Also auf der Schlussgeraden muss es dann schon nochmal richtig abgehen. Dafür ja, dann können sie Energie tanken, können vielleicht sogar mal eben ein Bierchen trinken, um Genau. dann wieder loszulegen. Ne? Dann lass uns mal jetzt noch mal ganz kurz ein etwas anderes Thema ansprechen. Und zwar weiß ich, dass ihr ja mit Hämatom auch recht gut befreundet seid und da gab es ja leider einen schweren Verlust. Der West ist von uns gegangen. Erstens mal, wie hast du das erfahren? Und zweitens mal, inwieweit macht dich sowas nachdenklich, wenn du jetzt als Musiker dann merkst, dass sowas in deinem Umfeld halt auch irgendwie ernst wird? Dann habe ich so einen Frank, der in der Band Schlagzeug spielt. Ja, also, was soll ich dazu sagen? Also, dieses Klischee, so, also, ja, die Einschläge kommen näher, ist leider wirklich so. So, auf die, also nicht mehr 30 und auch nicht mehr 40 sind, auch nicht mehr unter 50. Also es war bitter. Glaube ich. Das War bitter. hat viele erschüttert, ne? Deswegen, das ist bei mir auch, ich meine, ich habe die Band vor Allem, 5 Jahren wir haben noch kennengelernt, am aber. Rockhard, also ich hatte nie viel mit dem zu tun, aber wir haben noch am Rockhard, da waren wir noch alle. Ne? Ja, echt schlagartig. Naja. Aber ist das dann auch was, wo ihr dann als Band zum Beispiel drüber sprecht, gerade weil du ja sagst, dass Frank ja auch quasi eben besonders betroffen war in dem Fall?
Hast du da schon so Momente, wo es gab auch eine Trauerfeier, da waren wir alle da. Ja. Will ich auch gar nicht weiter bohren. Das war nur was, was mich halt auch berührt und bewegt hat. Und ich denke mal, bei euch dann wahrscheinlich sogar noch mehr, ne? Noch mehr Nähe und so. Ja. Dann lass uns eher wieder zu was Positivem kommen. Und zwar werden wir uns wahrscheinlich dann bald auch wieder persönlich treffen. Denn es geht ja weiter mit Konzerten. Ihr seid bei den Eisheiligen Nächten dabei. Ja. Auch nicht das erste Mal, meine ich. Ne? Ich habe jetzt nicht alles im Kopf, aber Ich glaube sogar das vierte Mal schon. ja, ne, wie gesagt, daher seid ihr da natürlich auch ein bisschen erfahrener als manche andere Bands, die vielleicht wirklich zum ersten Mal dabei sind. Was findest du an diesem Konzept besonders schön, was Separated Hill da aufgebaut haben? Also zunächst mal ist das eine Band, die uns seit auch schon fast 30 Jahren begleitet. Ich glaube, es sind sogar schon 30 Jahre. Und sich immer wieder zu treffen und hier sogar eine ganze Tour zusammen zu unternehmen, das ist einfach so sehr vertraut. Aber es ist natürlich auch insofern Sehr anstrengend. kollegial, sehr vertraut, sehr entspannt hinter der Bühne. Man lebt ja da auf engstem Raum, kann sich aber trotzdem zurückziehen, kann immer jemanden treffen. Und das, wenn man Konzerte hinweg, das macht schon Spaß. Ja, glaube ich. Aber es ist natürlich in der Weihnachtszeit. Also es ist auch so, dass man dann wirklich sagen muss, jetzt muss die Familie vielleicht mal hinten anstehen, trotz allem, weil man dann nochmal einige wichtige Termine hat. Das ist das ewige Los des Musikers. Das stimmt. Ja gut, aber ich sag mal so, Also, ich meine, ich es passiert ja nicht jedes Jahr, für uns jedenfalls nicht. Genau. Also, wir machen das ja nicht jedes Jahr, im Gegensatz zu Savoy. Und alle paar Jahre. Wir sind ja froh, dass wir eingeladen werden, weil es immer ein schöner Jahresabschluss passt uns natürlich auch super ins Konzept vor der Frühjahrstournee im April, Mai. Genau, und das ist natürlich dann das nächste und quasi auch letzte Thema, bevor wir dann so langsam Richtung Ende kommen. Neue Jahr steht dann an, Album ist im Gepäck, das heißt, natürlich wird es wieder eine Tour geben. Ist sie dann gezielt, auch, selbstverständlich gezielt aus To the Green Machine, also da wird dann, sag ich mal, das neue Album Hauptprogramm sein, nehme ich an, oder? Also wir haben uns über die Setlist jetzt noch keine Gedanken gemacht, aber ich gehe mal davon aus, ich nehme nochmal hier Ja, klar, die halt Karte in gerne die rein. Hand. Wie viele Songs haben wir denn? Naja, die Hälfte werden wir auf jeden Fall spielen, denke ich. Ja. Vielleicht sogar mehr. Bin ich mal gespannt. Das werden dann auch die Frühjahrsproben erweisen. Aber ich denke doch, dass eigentlich das eigentlich fast alles auch geeignet wäre, es live zu spielen. Auf jeden Fall. Also ich sag mal, ne, wie gesagt, Album durfte ich ja jetzt auch schon hören und ich glaube, da ist kein Song, der live überhaupt nicht funktionieren würde. Also es ist ja alles irgendwo. Aber ich wüsste auch generell keinen Filler-Song, der nicht irgendwie auch auf der Bühne umsetzbar wäre. Oder habt ihr da irgendwas, wo ihr dann sagt, okay, im Nachhinein, das geht nicht, ist zwar toll auf Platte, aber live würden wir es nie wieder spielen? Aber manche Songs kann man ziemlich gut einschätzen, dass sie live sehr gut funktionieren werden. Zum Beispiel The Borg. Und ich glaube, der wird auch länger drin bleiben können, weil er einfach ja, einer der sehr guten Songs ist. Bei anderen weiß man nicht, wie sie funktionieren. Und manche, die fliegen dann einfach wieder raus, weil es nicht so funktioniert. Manchmal nehmen wir sie dann wieder rein und dann geht es plötzlich doch. Also das ist immer so ein bisschen hin und her. Die Schiebepanungen werden halt immer gefordert. Victor and the Demons zum Beispiel, bei Yin Dai. Bei dem Song haben wir uns auch getäuscht, damals 2011. Der kam nicht nur auf die Bonus Edition und ist einer unserer größten Hits, wenn ich das mal so sagen darf. Den können wir auch gar nicht weglassen. Ja. Ja gut, kann ich verstehen. Dann Ist das schauen wir auch immer, dass wir so ein 6, 8 drin haben. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ne? So mit Winken für die Energie. ja, aber Yindai zum Beispiel ist ja auch so eine Nummer, die einfach durch ihre Dynamik schon die Leute mal mitreißt und dann, ne, kannst du auch wunderbar drauf tanzen. Also kann ich auch als Ah DJ ja. sagen, funktioniert. Definitiv. Cool. Dann noch ganz kurz, weil ich es gerade zufällig auch bei euch in der Timeline gesehen habe. Shamrock Castle Line-Up steht auch schon. Das heißt, Ja. magst Beides du einfach Minimum. mal jetzt für die Leute, die halt nicht wissen, dass ihr dahinter steht, ganz kurz zusammenfassen, was das Shamrock Castle ist und wie ihr damit zusammenhängt? Wir mieten seit Jahren die Jägersburg am Rande der Fränkischen Schweiz. Kein großes Areal, aber sehr beschaulich.
in sehr schönem Schlosshof und auf der anderen Seite im Biergarten, da gibt es dann auch Musik, laden die Bands alles selber ein. Also meistens befreundete Bands oder wir kriegen auch Bewerbungen, dann können wir das ansprechen mit denen. Also wir wählen die alles selber aus. Das ist dann immer sehr schön. Nächstes Jahr wird Sharon Shannon dabei sein, die ja Galway Girl, also weltbekannt gemacht hat. Und ich hoffe doch sehr, dass wir es gemeinsam auf der Bühne spielen werden. Mit ihr. Ja, ich drücke die Daumen, aber ich gehe mal davon aus, oder? Also ich sage mal, so eine Gelegenheit, die wird sie sich hoffentlich auch nicht entgehen lassen. Ja, aber das Line-up ist generell super. Du Ja. kommst auch, oder? Diesmal. Ich muss mal schauen. Das Problem ist mal die weite Anreise, aber grundsätzlich, Ja. ich war auch schon da. Also so ist es nicht. Ja. Ne? Also Ist hier klar. und da. Das ist halt, ich kann es nur bestätigen, also es ist vor allem. Ah, es gibt ja so ein paar Festivals, die sind einfach auch so schön familiär von ihrer ganzen Aufmachung, ja, und das ist beim Shamrock definitiv auch der Fall, ne? Also man fühlt sich halt Genau. sofort zu Hause. Und außenrum gibt es ja nur Landschaft. Ja. Also man ist ja dann mit dem Auto in 20 Minuten im Herzen der Fränkischen Schweiz. Solltest du mal dran denken und noch einen Tag dranhängen. Das ist alles sehr schön. Ja, habe ich damals gemacht, auf jeden Fall, als ich da war. Gut, und dann braucht jedes Interview natürlich so eine klassische Abschlussfrage und da habe ich mir was einfach aufgeschrieben, ganz banal. Und zwar, welches Buch, welcher Film oder welches Nicht-Filler-Album hat dich zuletzt so richtig gepackt, wo du sagst, möchte ich gerne mal weiterempfehlen? Letzte Walter Mörs-Band. Fand ich hervorragend. Insel der 1000 Leuchttürme. Film. Gestern habe ich Isle of Dogs gesehen. Von Wes Anderson. Fand ich ganz gut. Fand ich gut. Was war noch? Und Buch, Film und im Zweifelsfall auch ein Nicht-Fiddlers-Album, also irgendein Album einer anderen Band, wo du sagst. Eigentlich. Also da bin ich ja immer aus der Art geschlagen, was mein Geschmack betrifft. In letzter Zeit höre ich sehr gerne Matthew and the Atlas, das neue Album. Okay, was Diese ist, da muss ich nachfragen, da was ist das? grausige Augenbrauen, ja. Dank Spotify kannst du ja einfach mal. Ja, ich höre einfach mal rein, genau. Also, das ist wieder Kannst der alle. Vorteil, heutzutage kann man ja Also, zumindest alles schnell mal. ja, ist mehr so Singer-Songwriter orientiert, aber guten Sound. Ja, cool. Auf jeden Fall danke für die Empfehlung dann schon mal. Und dann danke ich dir auch direkt für das schöne Gespräch, ne? Und für die Dankeschön. Zeit. War ja doch relativ kurzfristig alles mal wieder. Passt schon. Wie ist es auf der Eisheiligen Truss dabei? Da werde ich, also ich sag mal, zu 99% sehen wir uns da wieder. Wo denn? Wo denn? Dortmund wäre es dann. Dortmund ist bei Mhm. mir vergleichsweise erreichbar. Fein, ich freue mich. Ich mich auch. Und dann werden wir bestimmt auch nochmal eine Runde quatschen. Das werden wir. Und für heute soll es das aber erstmal gewesen sein. Wie gesagt, dir Dankeschön, euch da draußen auch danke fürs Zuschauen. Auch zur Eisheiligen kommen, Album vorbestellen, The Green Machine. Und ich sage einfach mal, 29.12. 29.12. zwischen den Jahren kommt es raus. Genau. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal und tschüss, ciao. Tschö. Ciao.